Hi, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin an unserem neuen Standort und möchte euch jetzt einmal noch ganz unverändert einen Vorher-Einblick geben, im Endeffekt, wie es hier so aussieht, was hier alles so passiert, damit ihr einmal einen Vorherblick habt, wenn ich das Ganze mit der Kamera zwischendurch begleite und euch immer Updates gebe, damit ihr wisst, was hier so passiert und was hier so vor sich geht und worauf ihr euch freuen könnt. Vorab, wir befinden uns in Hagen-Hohen-Limburg. Es kommen sicherlich nicht alle aus der Gegend, aber die Adresse ist in Hagen-Hohen-Limburg auf dem Löllpferd 37. Die blende ich euch auch nochmal ein, weil demnächst ist das eure Anlaufstelle. Für die, die von hier kommen, ihr fahrt die Autobahn 46, fahrt Hagen-Elsei von der Autobahn, fahrt rechts und zweimal links und dann seid ihr schon da. Also ist super geil gelegen, autobahnnah. Und wenn ihr nicht von hier kommt, ist es für euch auch geil. Auch dann fahrt ihr von der Autobahn rechts, zweimal links und seid da. Das ist super genial. Wir haben hier riesig viel Platz. Wir haben hier 5500 Quadratmeter, die wir hier nutzen können. Und wer unseren jetzigen Standort kennt, weiß, dass das da nicht so war, dass wir da nicht en masse Platz hatten. Dass wir uns da viel quetschen mussten und wenn ihr zu uns gekommen seid, dann hat man eigentlich, egal wo man geparkt hat, immer im Weg gestanden und musste immer wegfahren, weil einer rein oder raus musste oder. Und das soll sich hier ändern. Ich stehe jetzt quasi auf der mittleren der drei Ebenen. Wir haben insgesamt drei Stück. Ich fange jetzt einmal oben an. Wir haben hier oben eine kleine Ebene. Dann haben wir hier die Mitte. Das ist die mittlere Ebene. Da sind schon die ersten Stellplätze eingezeichnet. Das ist aber alles noch alt. Also wie gesagt, wir haben bisher noch nichts gemacht, außer eine kleine Regalschubsaktion. Aber das ist nicht der Rede wert. Und ansonsten ist alles noch so, wie wir es jetzt übernommen haben, als wir den Schlüssel bekommen haben. Das ist die mittlere Ebene, auf der wir sind. Und da unten seht ihr die größte Ebene, die unterste Ebene, wo auch im Endeffekt das ganze Gebäude ist und wo alles oder wo sich der Großteil abspielen wird. Unser Plan ist jetzt hier auf der mittleren und auf der oberen Ebene irgendwann, wenn es wieder genug Autos gibt und wir genug Fahrzeuge haben, was ja im Moment leider nicht der Fall ist, aber irgendwann wird das wieder der Fall sein, dass wir hier Autos hinstellen, die wir natürlich zum Verkauf anbieten und Platz haben. Hier unten auf der untersten Ebene, das ist im Moment alles so die Theorie. Hier unten sollen dann, hier kommen Kundenparkplätze hin. Das ist der Gedanke, weil wenn ihr die Einfahrt reinkommt, das ist hier die Einfahrt, dann sollt ihr die Einfahrt reinfahren und sollt direkt geradeaus auf die Kundenparkplätze fahren. Das heißt, ihr könnt ganz easy euch da hinstellen, da werden Schilder stehen, wo ihr dann genau wisst, dass das Kundenparkplätze sind. Und dann könnt ihr euch hier aufreihen. Wir werden natürlich nie 15 Kunden parallel haben, aber wenn ihr kommt, dann ist hier immer ein Plätzchen frei, sicherlich für euch. Da vorne in dem Bereich stehen dann Werkstattautos, also Werkstatttermine, die wir noch annehmen oder die noch in Arbeit sind. Auf dieser Seite hier sollen dann die immer rückwärts geparkt die fertigen Autos stehen. Das heißt, wenn du zu uns kommst und bringst uns dein Auto und wir machen einen Service dran oder was auch immer, dann kannst du ihn hier rückwärts geparkt ganz entspannt rausfahren und kannst aus unserer Ausfahrt wieder rausfahren. Dann gehen wir gleich mal rein. Ich glaube, ich mache auch dieses Video in zwei Teilen, weil wenn ich euch das alles erkläre, wird das so ein mega langes Video, was ein bisschen viel ist. Deswegen splitten wir das erstmal. Aber wir fangen einfach mal an. Das ist der Außenbereich im Moment. Da seht ihr schon, stehen zwei Stühle, weil da eine Scheibe drin ist. Die alte Tür liegt übrigens da in der Ecke, weil hier waren früher mal zwei Eingangstüren. Da ist eine und hier war die andere. Und ich habe da zwei Stühle vorgestellt, weil diese Scheibe ist zwar im Moment nicht geputzt, aber von Weitem sieht man das nicht, dass da eine drin ist. Und deswegen stehen da die Stühle, dass da bloß keiner gegenläuft. Dann machen wir von diesem Punkt an, kommen rundherum um die ganze Werkstatt an allen Seiten kommen neue Fenster rein. Wir haben hier im Moment diese alten, einfach verglasten, ich nenne die immer so Krüsselfenster, weil man da halt einfach nichts durchsieht, weil das alles kröselig aussieht. Hier kann man das sehen. Das wird alles ausgetauscht. Das wird alles hell und modern und schön, dass wir da mal richtig Bewegung reinkriegen. Die Fassade, ich zeige es euch jetzt nur von innen hier, die Fassade wird auch gemacht.
Da verrate ich euch aber noch nicht wie, aber sie wird schön, weil dieses Gebäude steht jetzt hier 50 Jahre, relativ genau 50 Jahre. Und wir möchten, dass, wenn hier Leute vorbeifahren, die das hier auch lange Jahre schon kennen oder irgendjemand, der zu uns möchte, dass der sieht, boah, hier ist Action. Hier passiert was, hier tut sich was, hier geht es richtig zur Sache. Deswegen wird die Fassade sich radikal verändern. Drin, ich hoffe, das geht mit dem Ton und Halt hier nicht. Wir haben natürlich jetzt hier einen riesen Showroom, wo die ganzen Autos drin stehen können und werden natürlich auch. Das sind ungefähr 300 Quadratmeter Fläche. Wir haben da vorne ist die Tür. Durch diese Tür fahren wir die Autos alle rein. Und dann ist hier der Empfang. Das bleibt alles nicht so. Keine Sorge, das ändern wir wie gesagt noch. Nur wir haben im Moment angesetzt, wir haben jetzt Anfang September und wir wollen bis Ende des Jahres fertig sein. Das ist eine straffe Zeit. 4 Monate für so einen Komplettumbau ist schon sehr, sehr sportlich. Wir sind aber stets bemüht und machen erstmal Werkstatt. Das zeige ich euch gleich, die ganze Baustelle da drüben. Und dann kommen wir zu dem vorderen Teil hier irgendwann. Die Fliesen bleiben erstmal drin, weil natürlich so ein Umbau auch Geld kostet und wir nicht alles auf einmal machen können. Aber hier sind zwei Büros, zwei so Verkäuferbüros, die wir nicht lassen möchten, die schöner und moderner gestaltet werden sollen. Hier die beiden. Und das machen wir. Ja, dann geht es gleich mal in die Werkstatt. Wir haben, wie gesagt, das ist der Counter hier. Das, wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Also wir sind da auch oft, dass wir uns einfach im Laufe der Zeit inspirieren lassen oder wenn wir nochmal eine andere Idee haben, dass wir es nochmal vielleicht umstellen. Das wissen wir noch nicht. Da sind die Kundentoiletten drin. Auch die werden nochmal schöner gemacht. Dann haben wir einen Wartebereich. Der ist eigentlich so in Ordnung. Den wollen wir relativ so belassen. Und jetzt kommt Lager, was aber irgendwann nicht mehr Lager sein wird. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch diese Tür. Und dann sind wir in diesem riesigen Lagerbereich. Gucken, ob hier Licht angeht irgendwo. Zack. Da haben wir das Licht an. Das ist aktuell das Lager. Aber das bleibt nicht alles Lager. Hier waren auch mal so kleine Büros. Ich denke mal, das waren vom Werkstattmeister oder sowas Büros. Dieses ganze Stahlgestänge, was ihr sehen könnt, das kommt alles weg. Und dann bauen wir hier für uns und unsere Jungs und vielleicht auch irgendwann Mädels einen affengeilen Pausenraum. Und zwar kommt der hier entlang dieser Wand bis zu dieser Ecke. Das heißt, der geht da lang, da hoch, bis da oben hin. Und dann geht er wieder zurück zu der Ecke und von der Ecke geht er da bis zur Wand. Und dann haben wir einen riesig großen, geilen Pausenraum. Hier oben drauf, auf diese Regale, das wird noch etwas erhöht und dann kommt da so ein doppelter Boden drauf. Also es wird dann im Endeffekt eine zweistöckige Lagergeschichte. Da kommen dann so, so Gitter. Im Endeffekt sowas kommt da drauf. Damit es hell ist und damit wir natürlich das Ganze optimal nutzen, weil im Moment haben wir hier knappe 4 Meter Deckenhöhe und verschenken halt unheimlich viel. Die Regale sind 2 Meter hoch und dann haben wir da oben drüber 2 Meter, 2,50 Meter Höhe, die eigentlich verschenkt ist. Das ist zu schade. Licht wieder aus. Werkstatt. Wir haben im Moment in unserem aktuellen oder an unserem aktuellen Standort 2 Hebebühnen und haben 3 Scherenbühnen. Das ändert sich hier schlagartig. Also hier ist richtig massig Platz. Wir haben hier im Moment 5 Hebebühnen, die fix drin sind. Eine nehmen wir noch aus unserem jetzigen Standort mit. Die kommt dann hier vorne hin. Die wird dann dahin gebaut. Da haben wir eine 4,5-Tonnen-Bühne. Da wird unsere 5-Tonnen-Bühne hinkommen. Ja, das zur Werkstatt. Werkstatt ist geil. Die Decke wird hell gemacht. Ihr seht jetzt im Moment durch die Krüsselfenster und die Decke, die hier so ist, das ist relativ dunkel alles. Das wird alles hell, freundlich, schön, offen. Das machen wir alles
Richtig schick. Das Tor bleibt drin. Da haben wir einen Waschplatz da hinten. Der wird, so wie er ist, abgerissen und zwar vom Prinzip ähnlich, aber größer neu gebaut, damit wir da die Autos waschen können und sauber machen können. Ja, Werkstatt. Ich denke, das ist für Teil 1 erstmal genug. Ich mache jetzt hier Pause oder unterbreche das jetzt hier und mache ein neues Video, wo ich euch den Rest zeige. Deswegen lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr immer alles mitkriegt, weil jetzt geht es hier richtig rund, jetzt wird es hier richtig spannend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.